Während sich ihre Mandanten wegen der unhaltbaren Wohnsituation zerstritten haben, ist Juristin Necibe Ekichi-Yorder auf dem Weg zum Staatsanwalt. Sie will im Namen der Familie Klaassen Strafanzeige wegen Betrugs gegen die Baufirma von Heinz Müller erstatten. Dabei erfährt sie von ihrem Kollegen Gerhard Vohwinkel schlimme Neuigkeiten. Sie wissen ja, worum es geht. Und zwar um den Herrn Müller, der mit seiner Baufirma meinen Mandanten doch recht übel mitgespielt hat, ne? Ja. Ich habe mir nach unserem Telefonat vorab mal seine Akte angesehen. Und ich muss sagen, dieser Heinz Müller ist tatsächlich kein unbeschriebenes Blatt mehr. Aha. Inwiefern? Ja, einige Bauherren haben in den letzten Tagen Strafanzeige gegen ihn erstattet. Oh. Und es laufen auch einige Ermittlungsverfahren gegen ihn. Oh. Aber es kommt noch dicker. Die Firma hat vor wenigen Tagen Insolvenz angemeldet. Und was das bedeutet, das brauche ich Ihnen wahrscheinlich nicht zu erklären. Nein, brauchen Sie nicht. Das Geld meiner Mandanten ist weg, nehme ich mal an. Was natürlich besonders bitter ist, weil die haben ihr ganzes Erspartes bereits da reingesteckt. Und ja, das tut mir leid. Also, es bleibt wahrscheinlich nichts anderes abzuwarten, die Insolvenz abzuwarten. Ja. Und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall das Beste. Ich habe ja irgendwie schon geahnt, dass demnächst das Insolvenzverfahren eröffnet wird. Bei so einem Insolvenzverfahren kriegt der Gläubiger, wenn es gut läuft, 3 bis 5%, was im Falle der Klaassen so in etwa 5.000 Euro ausmachen würde. Das jetzt den Klaassens beizubringen, wird natürlich sehr schwierig. Wenn Sie das Haus jetzt noch weiterbauen lassen möchten, müssen Sie notgedrungen einen Kredit aufnehmen. Familie Klaassen hat 150.000 Euro im Voraus bezahlt, um ihr lang ersehntes Eigenheim zu bauen. Doch die Firma von Heinz Müller hat bislang nicht mehr als einen völlig verpfuschten Rohbau erstellt, arbeitet nicht weiter und fälscht Baumateriallieferungen. Seit mehr als 2 Wochen zelten Heike, Ehemann Lennart und die Kinder Nancy und Mike deshalb auf ihrer brachliegenden Baustelle. Anwältin Necibe Ekichi-Yorder hat neue, niederschmetternde Nachrichten für die ohnehin verzweifelten Bauherren. Haben Sie denn was rausfinden können für uns? Ja, und zwar die Baufirma ist jetzt endgültig insolvent. Der Antrag ist bereits gestellt. Ach, um Gottes Willen. Was heißt das für uns? Das heißt, dass die Bauarbeiten vermutlich nicht mehr weitergehen. Und noch schlimmer, von Ihrem Geld, was Sie bereits gezahlt haben, kriegen Sie auch nicht mehr viel zurück. Ja, aber das gibt's doch gar nicht. Ich meine, der hat doch in Ihrem Beisein hat er gesagt, dass er unser Haus fertig baut. Das hat er gesagt, aber hat er scheinbar nicht gemacht. Ich habe ja, wollt ihr denn mit dem Rohbau gern hier eine Liste erstellt. Ja. Zum einen habe ich ausgerechnet, wie viel er mit dieser Billigkaufen, Teuerverkaufen-Taktik unterschlagen hat. Das sind so in etwa 50.000 Euro. Ja, ist doch super, dann kriegen wir das schon mal wieder. Nein, das tun Sie wahrscheinlich nicht, Herr Klaassen, weil wo nichts ist, da können Sie auch nichts holen. Ich gehe ja davon aus, dass hier ein vorsätzlicher Betrug vorliegt, aber auch wenn er strafrechtlich verurteilt wird, bringt Ihnen das nicht viel. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Und laut meinen weiteren Berechnungen benötigen Sie noch etwa 70.000 Euro, um das Haus fertigzustellen. Das Geld haben wir doch gar nicht mehr. Also wo sollen wir denn das jetzt noch hernehmen, Lennart? Also Kredit kommt überhaupt nicht in Frage. Wir brauchen noch keinen Kredit. Also ich kann das alleine fertig bauen. Ich meine, wir haben diese Möglichkeiten überhaupt nicht. Ich mache das Ding selber fertig und dann haben wir, mein Gott, 2 Räume stelle ich nicht so an. Mal auf, das kannst du doch gar nicht mit deinen 2 linken Händen. Klar kann ich das. Also Herr Klaassen, ich würde Ihnen auch eher zu einem Kredit raten, weil so ein Haus fertigstellen, da braucht man schon Erfahrungen drin. Nein, es gibt keinen Kredit. Ich baue das für Sie, nehmen doch jetzt den Kredit auf. Wir haben doch alles schon bezahlt. Weißt du was, sei doch nicht so stur. Das ganze Haus ist bezahlt. Deine Sturnis macht mich wahnsinnig. Jetzt hör endlich auf, lass uns da hingehen und nimm den Rat von der Dame an, bitte. Auch wenn es mir keiner zutraut, ich krieg das Haus fertig. Das wird fertig gebaut von mir. Heike war am nächsten Tag bei der Bank. Doch die beiden Geringverdiener bekommen keinen Kredit. Schon gar nicht über 70.000 Euro, die für den Weiterbau nötig wären. Aber der 47-jährige Paketfahrer hat sich eh in den Kopf gesetzt, den Traum vom Haus in Eigenregie zu vollenden. Heike ist dagegen. Lennart, scheinbar weißt du nicht, wann wir aufhören müssen. Lass es uns für unsere Kinder tun. Wir können das Haus nicht fertig bauen. Oder du? Was willst du? Wir können uns keinen Kredit nehmen. Wir haben 2.250 Euro, wir beide zusammen. Da können wir nicht diesen ganzen Rohbau hier zu Ende bauen und noch eine Wohnung mieten. Lennart, bleib doch mal. Ich baue das alleine fertig. Nein. Das ist überhaupt kein Problem. Nein, Lennart, du kannst es nicht fertig machen. Doch, ich kann bleib das. Bleib doch mal realistisch. Ich bin der einzige Realist hier. Was will der denn? Hallo, guten Tag. Ja, bitte. Guten Tag, mein Name ist Karl Utz.
Tag. Ist meine Karte? Ja. Guten Tag. Ich bin an Ihrem Rohbau interessiert. Würde gerne mit Ihnen in Verhandlung treten, okay, und das kaufen. Was? Wie kommen Sie darauf, dass wir verkaufen wollen? Also, ich komme nicht drauf, aber ich vermute das. Ich komme hier jeden Tag vorbei auf dem Weg ins Büro und habe festgestellt, dass schon seit einiger Zeit hier nicht mehr gebaut wird. Und mit Verlaub, ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten. Aber die Zelte sind nicht zu übersehen, dass Sie hier in Ihren Zelten übernachten. Und das ist doch sicherlich nicht gewollt. Also, wir haben hier sicherlich im Moment ein kleines Problem, aber wir haben überhaupt nicht die Absicht zu verkaufen. Ja gut, okay, das kommt jetzt hier aufs Angebot drauf an. Was würden Sie uns denn anbieten? Ja, aber cool, wenn wir mal umschauen hier so ein bisschen und wenn ich in die Ecken schaue und ich komme vom Fach und kann Baumängel sehr wohl beurteilen. Und es ist ja teilweise ganz schön gefrischt worden. Also 50.000 Euro ist, denke ich, ist ein gutes Angebot, was ich Ihnen machen kann. Entschuldigung, 50.000 Euro? Wir haben 150.000 schon investiert. Das ist lächerlich. Vergessen Sie es einfach. Ja, auf Wiedersehen. Guter Mann. Wir denken einfach mal drüber nach, glaube ich. Und wenn wir wirklich Interesse haben, dann würden wir uns gern bei Ihnen melden. Okay. Überlegen Sie sich das gut. Gerne. Sie haben meine Karte und melden sich. Danke. Tschüss. Okay. Gut. Lennart. Sag mal, bist du bescheuert im Lennart, Kopf? Jetzt lass uns doch mal drüber nachdenken. Das ist indiskutabel. Na, sag mal, wie redest du denn mit mir? Du hast doch nicht alle im Kopf gerade. Du kannst ihm doch nicht sagen, Lennart, jetzt hör doch mal. Wir denken überhaupt nicht über das Angebot nach. Nein, du redest nicht so mit mir. Feierabend, ich baue das zu Ende. Ich glaube, unsere ganze Familie geht kaputt. Der Lennart ist eigentlich ein ganz Lieber, aber er hat immer solche Existenzängste. Wenn uns jetzt die 50.000 Euro helfen, dann versuche ich, unsere Familie zu retten. Familie Klaassen steht vor dem finanziellen Ruin. Und damit nicht genug. Vor zwei Wochen hat Jugendamtsmitarbeiterin Janina Kür angekündigt, wieder nach dem Rechten zu schauen. Sollten die 14 und 16 Jahre alten Kinder der Klaassens dann immer noch auf einer Baustelle in Zelten leben müssen, hat sie entsprechende Maßnahmen angedroht. Sagen Sie, seit meinem letzten Besuch hat sich hier nichts verändert. Frau Kür, wissen Sie, es ist im Moment wirklich nicht einfach für uns hier alles, die ganze Situation. Das mag ja sein, aber das ist kein Zustand für die Kinder. Das geht überhaupt nicht. Ich habe die Rückmeldung von der Schule, dass sich die schulischen Leistungen verschlechtern. Dass es an der Hygiene mangelt und bei Verwahrlosung. Da werde ich sofort aktiv. Verstehen Sie nicht, was Sie Ihren Kindern hier anzumuten? Frau Kür. Unsere Kinder verwahrlosen sicher nicht. Wir haben jetzt einen Käufer gefunden für unser Haus und wir werden das Haus verkaufen. Wir brauchen nur einfach ein bisschen Zeit. Ich bitte Sie, Frau Kür. Ich sage Ihnen jetzt was. Ich gebe Ihnen eine letzte Frist von 14 Tagen. Dankeschön. Ja? Und dann erwarte ich, dass sich was ändert, dass die Kinder ein Dach über den Kopf haben. Ansonsten werde ich Sie hier rausholen. Frau Kür, ich verspreche, in den 14 Tagen wird sich die Situation geändert haben. Vielen Dank. Gut, ich verlasse mich da drauf. Ja, auf Wiedersehen. Das können Sie verlassen. Wir müssen jetzt reagieren. Wir müssen das Haus verkaufen. Und Lennart muss die Situation jetzt einfach schlucken. Nichts auf der Welt ist es wert, dass wir unsere Kinder verlieren. Jetzt, da das Jugendamt mit Kindesentzug droht, möchte Heike das Haus so schnell wie möglich loswerden. Doch ihr Mann will nichts davon hören und versucht sich als Allround-Handwerker. Anwältin Necibe Ekici-Jurder und Lennarts Frau schlagen die Hände über dem Kopf zusammen. Herr Klaassen, was machen Sie denn da? Ich mache den Boden glatt, damit wir Teppich legen können. Ich bin ja kein Profi, aber ich glaube, die Gase kommen an die Wand. Und wie wollen Sie die Teile da rausschaffen, wenn Sie hier alles vollgespachtelt haben? Ich nehme das Material, das hier auf der Baustelle ist. Ja, aber Sie verwenden es falsch. Also Sie sehen ja, der Lennart, wissen Sie, der gibt sich schon Mühe, aber der kann es einfach nicht. Wie Sie sehen, ich meine, das ist ja... Aber wir haben jetzt so einen Typen kennengelernt, der kam hier einfach rein und macht uns seine Visitenkarte. Ich glaube, der, dass die Häuser kaufen, oder ich kann Ihnen ja mal die Karte zeigen. Ja, bitte. Das ist so ein auch so einer vom Bau und der liest uns hier die Karte da. Aha, und der möchte das kaufen. Und der möchte das Haus kaufen und hat uns 50.000 angeboten, ist natürlich nicht die Welt. Also Frau Klaassen, ich bin ja keine Spezialistin, aber 50.000 für den Rohbau erscheint mir ein bisschen wenig. Ich würde da mindestens mal auf 80 tippen, trotz der Mängel, die vorliegen. Sicher ist es weit mehr wert, aber was wollen wir denn machen? Die Frau vom Jugendamt ist schon wieder da gewesen und wollte uns die Kinder wegnehmen. Irgendwo, meine Nerven sind jetzt auch irgendwann mal am Ende. Ja, das geht nicht so schnell mit dem Kinder wegnehmen. Ich bin jetzt keine Familienrechtsexpertin, aber so schnell geht das nicht. Aber wenn Sie sich tatsächlich zum Verkauf entscheiden sollten, würde ich Sie einfach mal bitten, mir das zu sagen. Dann prüfe ich den Käufer noch Würden mal. Würden Sie das machen noch Ja, klar mache ich das nicht, dass Sie ein zweites Mal übers Ohr gehauen werden. Das wollen wir ja nicht. Ich finde es schon mehr als merkwürdig, dass plötzlich ein Kaufinteressent auftaucht.
Vor einem etwaigen Verkauf würde ich ihn auf jeden Fall mal gerne unter die Lupe nehmen. Den Klassenkindern Nancy und Mike hängt das Campen zum Hals heraus. Die 16-Jährige und ihr 2 Jahre jüngerer Bruder vermissen den gewohnten Komfort und suchen nach einer Lösung für ihre Bedürfnisse. Ich hab keinen Bock mehr auf den Camping-Scheiß hier, Mann. Mann, meinst du, ich hab noch Bock? Ich will mal wieder Strom haben, schweige denn Licht. Mal ein bisschen zocken, mit Freunden treffen. Ja, ich würde gerne mal wieder duschen gehen, hallo? Ja. Ey, ich hab ne Idee. Was ist dein Plan? Wirst du gleich sehen, Kleiner. Oh, hi. Hallo. Wie geht's? Gut, und dir? Ja, auch gut. Du hast echt einen schönen Oberkörper. Trainierst du viel? Ja, ich trainiere viel, aber kaum so schön wie du bin ich nicht. Dankeschön, aber ich sehe momentan voll schrecklich aus, weil ich keine Dusche habe. Ist aber auch ätzend, oder? Wenn du nicht duschen gehen kannst. Ja, übertrieben. Kannst du vielleicht bei dir duschen gehen? Ja, aber mein Vater ist nicht zu Hause. Aber wenn er es mitbekommt, dann bekomme ich riesigen Ärger, ne? Also. Wir beeilen uns auch. Ja, okay. Ja, kein Problem. Ey, wo wir gerade dabei sind. Solange meine Schwester duscht, kann ich doch wohl bei die Fernseh gucken, oder? Bitte mal. Nur kurz. Komm schon. Okay. Danke, Mann. Ich hab doch gleich geschnallt, dass er geil auf mich ist, aber ist ja wohl auch klar. Wenigstens kann ich jetzt endlich duschen gehen. Heike ist inzwischen mit ihrer Geduld am Ende und fest entschlossen, ihren Mann vom Verkauf des Hauses zu überzeugen. Aber Lennart bleibt hart. Die 41-jährige Aushilfsköchin ahnt noch nicht, welcher zusätzliche Ärger von ihrem neuen Nachbarn Michael Lenz droht. Weißt du, Lennart, ich hab langsam keinen Bock mehr auf das Ganze. Wollen wir nicht noch mal drüber reden, ob wir das Haus nicht doch verkaufen? Heike, wir verkaufen nicht. Kapier das endlich. Ach, ich weiß nicht. Ich hab keine Nerven mehr für das. Gucken Sie mal, was ich hier im Schlepptau habe. Ihre Kinder. Er wieder. Kann da wohl nicht sein. Ihre Tochter duscht bei mir zu Hause. Ihr Sohn macht sich's gemütlich vorm Fernseher. Füße auf dem Tisch. Das geht so nicht. Nancy, Mike, was soll das denn? Also, tut mir leid, ja? Komm nicht wieder vor. Okay? Ich bitte drum. Ansonsten gibt's richtig Ärger. Ja, schönen Tag noch. Gut. Tschüss. Kindermensch, was habt ihr euch denn dabei gedacht? Ihr wisst doch, dass der euch nicht leiden kann. Mama, seid ihr total verweichlicht oder was? Ihr könnt doch mal ein bisschen auf diesen ganzen Luxus hier verzichten, was ihr immer braucht mit Duschen und sonst was alles. Das ist Urlaub. Genieß es mal ein bisschen. Duschen ist Luxus für dich oder was, Papa? Komm mal klar. Das ist peinlich, was wir hier machen, Mann. Ich habe auch keinen Bock mehr. Ich gehe zum Kumpel. Ciao. Lass mich jetzt. Lennart, jetzt siehst du doch selber, was wir hier angerichtet haben. Die Kinder, die betteln jetzt schon den Nachbarn an, dass sie da duschen dürfen. Ich hab jetzt hier auch keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß. Dann macht den Scheiß alleine. Ihr seid doch alle total verweichlicht, ey. Was ist das hier? Ich muss jetzt hier endlich mal ein Machtwort sprechen. Wenn Lennart weiter so stur bleibt, dann zieh ich meine Konsequenzen und geh. Nach dem großen Streit haben sich die Wogen bei den Klaasens noch nicht geglättet. Heike hat deshalb den Familienrat einberufen. Während Nancy sich vor dem Taschenspiegel in dem Raum schminkt, der einmal ein Badezimmer werden sollte, lässt Vater Lennart jedoch auf sich warten, um dann aber für eine echte Überraschung zu sorgen. Papa. Hallo. Hey, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Ich habe richtig Scheiße gebaut. Ich habe eine ganz beschissene Firma ausgesucht. Die wollten uns total betrügen. Ich hätte mich beraten lassen sollen. Ich habe das alles alleine gemacht. Ich war total sturköpfig und wir haben nur noch Streit seit Tagen und seit Wochen. Ich will das nicht mehr. Ach Gott sei Dank. Gott sei Dank bist du zur Vernunft gekommen. Wir kriechen hier alle auf den Zahn, vielleicht weißt du also. Hey, hallo. Hallo Papa. Ich möchte mich bei dir auch entschuldigen. Ja, ist okay. Nancy, es tut mir leid. Ja. Ich habe mich jetzt entschieden, mich dem Vorschlag deiner Mutter anzuschließen, dass wir das Haus verkaufen. Ich möchte jetzt einfach das Haus verkaufen, dass wir da eine Wohnung haben und als Familie wieder zusammenleben können. In Frieden, so wie früher. Ich glaube mal, das ist die beste Idee. Ja, auf jeden Fall. Lennart, weißt du was? Lass uns das so machen. Wir gehen jetzt zu der Anwältin und gucken, was du über diesen Typen rausgefunden hast. Vielleicht ist es ja ganz gut. Okay. Okay, los, komm. Komm, lass uns gehen. Okay. Ich finde, wir haben jetzt eine richtig tolle Lösung gefunden. Ich werde mit meiner ganzen Familie wieder eine schöne, freundliche und friedliche Atmosphäre leben können. Und so einen Vertrag, ungeprüft, das mache ich nie wieder.
Familie Klaassen kann sich nur schwer damit abfinden, bald wieder in einer Mietwohnung leben zu müssen. Wenigstens einen Teil ihrer verlorenen 150.000 Euro wollen die geprellten Bauherren aber durch den Verkauf ihres Hauses zurückbekommen. Heike und Lennart statten deshalb mit ihrer Anwältin, dem Kaufinteressenten Karl Utz, ohne Voranmeldung einen Besuch ab. Zu ihrer Überraschung ist dort auch Bauunternehmer Heinz Müller. Tatsächlich, das sind die beiden. Das sind die. Ja, das sind die. Der eine verkauft uns das Haus und macht irgendwelchen Scheiß. Und der andere will uns das abkaufen. Hier. Ist ja wohl der Hammer. Ey, bring mich um! Nein, das tun sie jetzt nicht. Sie haben auch so schon genug Sorgen am Hals. Wir finden jetzt erstmal raus, inwiefern die beiden miteinander in Verbindung stehen. Und suchen dann nach der geeignetsten Lösung, wie wir weiter vorgehen. Okay. Und bis dahin sind wir erstmal ganz ruhig. Okay. Und tun nichts. Okay. Versprochen. Lennart, Lennart, lass uns doch mal zu dieser Sekretärin von dem Müller gehen. Die hat uns doch schon mal geholfen, so im Vertrauen, weißt du? Verdammt, diese Ina Stein. Genau. Die war doch auf ihren Schicht nicht gut zu sprechen, ne? Richtig. Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Idee. Ich werde mal ausfindig machen, wo die Sekretärin wohnt. Und dann sprechen wir sie einfach mal drauf an und hoffen, dass sie uns hilft. Okay, los. Lass uns loskommen. Okay. Also das war ja schon mehr als verwunderlich, dass das Angebot genau zur richtigen Zeit kommt und dann noch so schlecht ist. Sollten die beiden Herren tatsächlich unter einer Decke stecken, glaube ich, könnten wir sogar mehr rausholen als bisher gedacht. Anwältin Necibe Ekici-Yurder findet am nächsten Tag etwas Unglaubliches heraus, was ihren Betrugsverdacht bestätigt. Bauunternehmer Heinz Müller und der Kaufinteressent sind Brüder. Karl Utz hat anscheinend den Namen seiner Frau angenommen. Weitere Beweise für die skrupellosen Machenschaften der Baufirma erhoffen sich die Klaassens und ihre Anwältin nun von Müllers ehemaliger Assistentin Ina Lange, die sie vor ihrer Wohnung abpassen. Nein, bitte, Sie müssen uns helfen. Wir hausen schon seit Wochen mit den Kindern vor dem Haus. Und wir zelten da und die Kinder sind fertig, wir sind am Ende. Sie müssen uns helfen, bitte, Frau Lange. Also, Frau Lange, ich sag das mal so. Sie sind natürlich nicht verpflichtet, uns zu helfen, aber die Sache ist ohnehin bei der Staatsanwaltschaft anhängig. Sprich, wenn Sie mit uns nicht zusammenarbeiten, wird die Staatsanwaltschaft ohnehin auf Sie zukommen und Fragen stellen. Hm. Und da wäre es doch gleich einfacher, direkt uns die Informationen zu geben, meinen Mandanten zu helfen, die haben nichts Böses getan. Wenn Sie es nicht tun, helfen Sie einfach nur Ihrem ehemaligen Chef und seinem Bruder. Ja, ich möchte ja jetzt auch keinen Ärger mit der Justiz wegen dem Mistkerl, aber mein Chef hat mich nie in irgendwas eingeweiht. Aber naja, als ich dann damals die ganzen Beschwerden gehäuft haben und auch die Bauarbeiter nicht mehr bezahlt wurden, ich meine, ich habe auch Angst gekriegt, einfach, dass ich irgendwann auch nicht mehr bezahlt werde und... Na, ich habe angefangen, die Unterlagen zu kopieren, die ich gefunden habe. Coole Idee, das wird helfen. Naja, mir hilft das nicht mehr, weil ich bin arbeitslos, der ist insolvent. Aber Sie sind ohnehin arbeitslos, sprich gefeuert werden können Sie nicht mehr. Aber unseren Mandanten haben tatsächlich noch wenigstens die Aussicht, einen Teil ihres Geldes zurückzukriegen. Ich meine, Sie sehen, in was für einer Zwangslage die gerade sind. Können Sie uns die Unterlagen nicht einfach mal so zur Verfügung stellen? Und ich schaue sie mir an und wenn da was Brauchbares dabei ist, leite ich die einfach weiter und dann ist jeder zufrieden. Naja, eigentlich hat der Typ ja schon eine Lektion verdient. Ja. Ja, ich gebe Ihnen die Unterlagen. Kommen Sie, ich wohne da. Familie Klaassen ist bei ihrem Hausbau an einen skrupellosen Betrüger geraten. Ihre Anwältin Necibe Ekici-Yurder hat Beweise, dass Bauunternehmer Heinz Müller nicht nur Billigbauten für teures Geld verkauft, sondern auch noch gemeinsame Sache mit seinem Bruder Karl Utz macht, der den geprellten Bauherrn die Bauruinen für kleines Geld wieder abkaufen will. Jetzt hat der Staatsanwalt Haftbefehl gegen die beiden Gaunerbrüder erlassen. Halt. Herr Müller, wo wollen Sie denn hin? Sie bleiben mit aufstützen. Herr Müller, was? Lassen Sie mich auf der Stelle los! Haftbefehl gegen Sie vor. Alles, was Sie sagen kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet. Sie haben das Recht zu schweigen. Herr Müller, weglaufen bringt Ihnen jetzt ohnehin nichts mehr. Wir haben alles, was wir brauchen, gegen Sie in der Hand. Was haben Sie alles gegen mich? Sie können überhaupt nichts haben. Sie wissen nichts. Oh, doch. Sie sind vollkommen unschuldig. Sie sind nicht unschuldig. Sie haben versucht, unseren Mandanten ein Haus anzudrehen, was Sie nie fertig bauen wollten. Und dann kommt zufällig Ihr Herr Bruder und kauft unseren Mandanten zu wenig Geld das Haus ab. Das können Sie doch nicht einfach so behaupten. Oh doch, das kann ich. Wäre auch wirklich gut gelaufen, wenn wir Ihnen nicht auf die Schliche gekommen wären.
Das ist eine tolle Geschichte. Das können Sie, Hobbydetektivin, aber nicht beweisen. Die Staatsanwaltschaft hat alle Verfahren gegen mich mangels Beweisen eingestellt. Und das wird auch diesmal der Fall wieder sein. Nein, diesmal wird die Staatsanwaltschaft gar nichts einstellen. Und zwar war Ihre ehemalige Sekretärin so nett, Unterlagen zu kopieren und diese uns dann zur Verfügung zu stellen. Und jetzt haben wir alles, was wir brauchen, gegen Sie in der Hand. Das kann doch gar nicht. Oh, das kann sogar und das ist sogar. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ne? Ich finde das immer wieder unglaublich. Da teilt man den Leuten mit, dass sie mit einer großen Wahrscheinlichkeit in ein Gefängnis landen und die lassen sich davon gar nicht beeindrucken. Ich jedenfalls hoffe, dass es meinem Mandanten gelingen wird, zeitnah in ihr Haus einzuziehen. Und ich hoffe auch, dass sie einen großen Teil des Geldes wiederbekommen, was im Falle einer Verurteilung recht wahrscheinlich erscheint. 3 Monate später kann Familie Klaassen endlich mit der Vollendung ihres Haustraumes durchstarten. Heike und Lennart haben 120.000 Euro ihres verloren geglaubten Geldes zurückbekommen und nun eine seriöse Baufirma beauftragt. Zusammen mit den beiden Kindern haben sie ihre Zelte abgebrochen und sind vorübergehend in eine kleine Mietwohnung gezogen. Damit hat auch das Jugendamt seine Ermittlungen wegen Kindeswohlgefährdung eingestellt. Sogar Nachbar Michael Lenz stattet Familie Klaassen einen Besuch ab. Ich habe Ihnen Unrecht getan. Ich wusste ja nicht, dass Sie so einen Fehlgriff mit Ihrer Baufirma hatten. Und ich wünsche mir recht herzlich eine gute Nachbarschaft mit Ihnen. Das freut uns. Vielen Dank. Das finde ich super. Dankeschön. Vielen Dank. Wir wollen auch eine gute Nachbarschaft haben. Ich denke mal, das kriegen wir schon hin. Ja, super. Und wie ist der Stand der Dinge hier? Wir müssen jetzt noch unten Fenster einbauen. Das dauert noch ein bisschen. Und haben oben dann auch mit dem Dach gerade noch Absprachen mit dem Zimmermann. Seht ihr, Leute, er hat sich doch langsam beruhigt, oder? Also ich meine jetzt... Na Gott, klar. Für seine Verhältnisse. Alles gut. Also sind wir dank dir nicht mehr die Asi-Nachbarn? Nein, natürlich nicht. Aber komm, dafür können wir noch ins Kino gehen, oder? Ich lade dich natürlich ein. Ja, okay, aber mach dir keine Hoffnung. Okay, kein Problem. Weitere 5 Monate später wird das schmucke Eigenheim der Klaassens schließlich fertig. Die Männer, die ihnen diesen Traum beinahe zerstört hätten, sitzen hinter Gittern. Baubetrüger Heinz Müller und sein Bruder Karl wurden zu 5 und 4,5 Jahren Gefängnis verurteilt.